Starten wir schon mal den Timer. Richtig fancyes Intro. Ist das ein Cowboy-Spiel? Nee, ein Flugzeug ist da. Was kann das nur sein? Ach ja, das Einwanderungsformular. Eine gute Gelegenheit, es jetzt auszufüllen. Och, ist das cool. Das ist ja richtig cool. Glaubt doch nicht, dass ich jetzt meine Daten da hinschreibe. Ah. Ah, ist das cool. Hier, Vorname. Sertra. Ich bin der Herr Docs. Ich bin männlich. Alles klar? Ja, alles klar. Interessante Frau. Entschuldigen Sie. Ja, bitte. Aber hallo. Oh, was ist das denn? Entschuldigen Sie? Ja, bitte. Ich dachte gerade, ob Sie mir wohl Ihren Stift leihen könnten. Meinen was? Aber selbstverständlich. Hier bitte. Vor allem was für ein Stift? Egal. Kann sie ruhig haben. Nehmen Sie ruhig. Oh, vielen Dank. Ach, übrigens. Was denn, ach übrigens? Ist noch was? Ich wollte mich vorstellen. Mein Name ist Sertra, Docs. Was macht ein so nettes Mädchen wie Sie hier? Na komm, wir stellen uns erstmal vor. Angenehm. Ach, Sie heißen Angenehm. Freut mich auch. Und darf ich fragen, wie Sie heißen? Verraten Sie mir Ihren Namen? Das sind beides Fragen, auf die man einfach mit Ja antworten könnte und dann wäre das Gespräch beendet. Und darf ich fragen, wie Sie heißen? Wenn Sie so nett danach fragen, gern. Ich heiße Leona von Stein. Was? Stein? Nomen est Omen, deshalb sind Sie so ein harter Brocken. Ach, und was machen Sie beruflich? Die ist bestimmt Archäologin. Nee, Ihr Vater ist Archäologe. Ich war für ihn in Kairo und wollte auf dem Rückweg noch Freunde besuchen. Was für ein wunderbarer Zufall. Darüber sollten uns noch ausführlicher unterhalten. Da fehlt ein Wir. Bei Ihrem Namen ein passender Beruf Ihres Vaters. Was? Müssten Sie dann nicht Steinchen heißen? Ach Gottchen. Schlimm. Was ausführ? Nee, doch, hier ist er ausführlicher. Ja, das ist richtig. Ach komm, es sind beides blöde Antworten. Komm, ich mach mal. Das gefällt dir bestimmt nicht. Und das hört sich so dumm an. Komm, nehmen wir das obere mal. Später vielleicht. Wirklich gern, aber jetzt habe ich zu tun. Na gut, aber ich komme drauf zurück. Wer ist das jetzt? Der ist betrunken bestimmt. Der hat bestimmt eine Buddel voll Rum in der Hand. Ein Freund, ein Guick, Freund. Verzeihung, Sir, aber sind Sie nicht der Pilot dieses Flugzeugs? Zum Glück gibt es Autopilot. Wer fliegt dieses Flugzeug? Hilfe! Sind Sie nicht Pilot dieses Flugzeugs? Jawohl, der bin ich. Das ist alles meins. Und warum sind Sie dann nicht im Cockpit? Wer zum Teufel sitzt im Cockpit? Mami! Und warum sind Sie nicht im Cockpit? Wegen diesem arroganten Mittelkerl von Autopilot. Wir haben uns gestritten. Stellt euch das mal vor. Ihr seid Pilot und streitet euch mit dem Autopiloten. Ach, und was war der Grund für Ihre Auseinandersetzung? Wie kann man sich mit einer Maschine streiten? Aber wir sind doch sicher, oder? Nee, was war denn der Grund? Unter uns, der Kerl säuft wie ein Loch. Was? Der Autopilot säuft? Nein, obwohl, mit Ihnen zu arbeiten kann eine Maschine wohl so weit bringen. Trinken Sie einen starken Kaffee und gehen Sie wieder nach vorne. Ich weiß nicht, ob der nach vorne sollte. Ja, Sie haben mir gar nichts zu sagen. Wenn Sie so mit mir reden, fliege ich gar nicht mehr. So.
Aber wir fliegen doch. Und Sie glauben tatsächlich, dass das gut geht? Aber wir sind doch sicher, oder? Aber wir fliegen doch, genau. Aber klar, solange der Treibstoff reicht. Um die Tanks mache ich mir weniger Sorgen. Na, immerhin, Sie haben ausreichend getankt. Was passiert, wenn die Tanks leer sind? Tja, mein Kleiner, dann geht es so runter. Können Sie in diesem Zustand landen? Sie können doch in diesem Zustand nicht landen. Runter? Kann der landen? Ah, was? Runter kommen wir immer. Ich möchte sofort Ihren Vorgesetzten sprechen. Ich möchte sofort aussteigen. Ich möchte sofort zu meiner Mami. Ich glaube, das bringt alles nichts. Ich sehe es kommen. Hier kommt schon wieder hier der Todesstrahl von der Seite. Ich glaube, ich mache den Rollo hier oder die Jalousie ein bisschen runter. Dann brennt es mir nicht die Seite weg. Nee, wir möchten sofort mit dem Vorgesetzten sprechen. Er ist der Vorgesetzte. Ja, wo sollst du aber erstmal runter? Es wird Zeit, dass jemand etwas unternimmt. Also gut, sie lassen mir keine andere Wahl. Alles hört auf mein Kommando. Ah ja, und was kommandierst du jetzt so? Ich werde dieses Flugzeug fliegen. Jemand anderes soll dieses Flugzeug fliegen. Panik! Nein, ich werde dieses Flugzeug fliegen. Was starren Sie mich so an? Tun Sie doch etwas! Sie haben gut reden. Soll ich etwa das Flugzeug steuern? Bin ich Superman oder was? Hilfe. Soll ich etwa das Flugzeug steuern? Wer denn sonst? Also los! Sagte ich schon, dass ich emanzipierte Frauen toll finde? Bleiben Sie alle ganz ruhig. Sertra schreitet zur Tat. Das ist jetzt wirklich nicht die Zeit für Witze. Gehen Sie ins Cockpit! Na gut, ich werde sehen, was ich tun kann. Eine meiner leichtesten Übungen: hilflosen Passagieren das Leben retten. Auf Ihre Verantwortung. Auf Ihre Verantwortung. Klick, ab hier endet die Gültigkeit Ihrer Lebensversicherung. Oh. Ich weiß nicht, was ich mache. Wow, das sieht nicht gut aus. Aber wir leben noch, wie es scheint. Habe ich super gemacht. Die goldene Mähne des Samson. Samson, Ad Games, kann man da drauf? Ja. About Ad Games, Advertising Games GmbH, am Falder 4 in Düsseldorf. Samson. Samson bringt mal Niemeyer GmbH, Corneliusstraße 36, Düsseldorf. Was denn die Brinkmann Niemeyer GmbH? Vorgänger von Samson. Ich glaube nicht. Die goldene Mähne des Samson. Wow. Mit Rechtsklick kann man umschalten, wie man interagieren möchte. Hier oben ist das Inventar. Oh, wir haben sogar eine Lebensanzeige. Irgendwie funktioniert das nicht so ganz. Ah, doch. Wo geht denn hier hin? Streichhölzer. Wo brennt's denn? Ach, das ist eine Streichholzmarke. Bitte legen Sie Ihren Sicherheitsgurt an. Ah, das hier. Das ist schon, das muss ich sagen, schon ziemlich cool gemacht, ja. Habe ich was vergessen? Okay, sind auf einmal draußen. Da sind sie ja. Ist Ihnen auch nichts passiert? Danke, alles in Ordnung. Aber es war knapp. Hey, soll das etwa heißen, Sie haben sich Sorgen um mich gemacht? Ich weiß nicht.
Könnten Sie mal ans Telefon gehen? Danke, alles in Ordnung. Was war knapp? Das kann man wohl sagen, aber hin sind wir heil unten angekommen. Ihr Lächeln ist mir Dank genug. Wie wäre es als kleine Anerkennung mit Gold und Diamanten? Ja. Soll das etwa heißen, Sie erwarten eine Belohnung für diese Bruchlandung? Nun gut, dann lassen Sie die anderen Mädels vorbei, die sich bei mir bedanken möchten. Nein, Ihr Lächeln ist mir Dank genug. Wie reizend, Sie behalten wohl in jeder Situation Ihren Charme. Bei einem so bezaubernden Geschöpf wie Ihnen fällt das nicht schwer. Ja, und zwar wirklich in jeder. Anstatt hier herumzubalzen, sollten Sie sich lieber Gedanken machen, wie es weitergehen soll. Nun, ich dachte, wir könnten heiraten, ein Häuschen kaufen, dann vielleicht Kinder. Ich habe uns gerettet, jetzt sind Sie dran. Weiter, was weiter? Haben Sie noch nicht bemerkt, dass wir hier mitten in der Wüste sitzen? Ich will nach Hause. Sie haben recht, jemand muss Hilfe holen. Sie haben recht, Sie sollten Hilfe holen. Ich warte dann hier so lange. Ich? Ich? Selbstverständlich werden Sie sich auf den Weg machen, und zwar ein bisschen plötzlich. Ehrlich gesagt zögere ich nur, weil ich mir Sorgen mache, Sie hier allein zurückzulassen. Es fällt mir einfach schwer, mich jetzt schon wieder von Ihnen zu trennen. Gar kein Problem, ich komme nämlich mit. Oder glauben Sie, ich bleibe hier allein zurück? Sie wollen diese Gefahren auf sich nehmen? Ich bewundere Ihren Mut. Ich kenne das, es passiert jedes Mal, wenn eine Frau meinem Charme erlegt. Oh Gott. Ah, schön, und ich bewundere Ihren Haarschnitt. Können wir jetzt los? Also gut, machen wir uns auf den Weg. Warten Sie doch bitte mal einen Augenblick. Was denn? Schon keine Puste mehr? Was gibt's? Ich dachte nur, Sie laufen so zielsicher durch die Gegend. Wo wollen Sie eigentlich hin? Wieso ich? Ich dachte, Sie wissen, wo es lang geht. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Was schlagen Sie vor? Ich habe mich hier mal umgesehen und ich finde, da hinten sieht es vielversprechend aus. Was meinen Sie mit da hinten? Was meinen Sie mit vielversprechend? Naja, diese Steinformation. Da sieht eigentlich nicht so aus wie eine Laune der Natur. Das ist jetzt wirklich nicht der richtige Augenblick, um Altertümer zu bewundern. Sie haben recht, das könnte fast ein Aquädukt sein oder eine Brücke. Verstehen Sie denn nicht? Wenn das Menschen geschaffen haben, dann sind sie vielleicht noch da. Ich glaube nicht. Also gut, ich schlage vor, wir sehen uns das mal genauer an. Also, was schlagen Sie vor? Ja, angucken natürlich. Brillante Idee. Wirklich erstaunlich. Höre ich da so etwas wie leise Ironie? Na gut, es war Ihre Idee. Zufrieden? Haben Sie das gesehen? Was denn? Na, da in dem Felsen sieht aus wie ein Haus oder ein Tempel. Sie haben recht, wieder ein Zeugnis menschlichen Schaffendrangs. Tatsächlich, ob diese archäologisch interessante Route im Reiseführer steht? Na, hier Schaffendrang. Das bedeutet, dass hier Menschen sind. Oder besser gesagt, waren. Ich glaube nicht, dass die hier noch sind. Genau, oder waren. Das sieht eher aus wie eine Grabstätte. Fein, dann haben sie dort sicher auch eine Snackbar, ein Telefon, einen Rettungshubschrauber. Wie kann man nur so pessimistisch sein? Sie haben es doch noch gar nicht versucht. Na gut, immerhin ist es besser als alles andere, was wir hier haben. Genau, riskieren wir Kopf und Kragen, aber fröhlich. Beeindruckend, nicht wahr? Danke, ich lege sehr viel Wert auf mein Äußeres. Dass Menschen das mitten in der Wüste geschaffen haben? Mir wäre ein schlichtes Telefonhäuschen lieber. Nicht wahr? Ein wirklich faszinierendes Zeugnis einer längst vergangenen Kultur. Ja, jetzt sagst du doch selbst, dass die nicht mehr leben. Die Menschen, die das geschaffen haben, sind seit tausenden von Jahren tot. Dies hat überdauert. Wissen Sie mehr darüber? Was ist es für ein Gebäude? Mag ja interessant aussehen. Ich finde nur, es sieht vor allem leer aus. Wenn ich das richtig sehe, handelt es sich um ein altes nabatäisches Schatzhaus, wahrscheinlich aus der Zeit König Aretas. Toll, wenn dies eine Touristenführung wäre, könnte ich mich dafür begeistern. Aber so, alles schön und gut, aber ein verlassener Prunkschuppen hilft uns jetzt nicht weiter. Lassen Sie sich davon nicht entmutigen. Manchmal nutzen Nomaden diese Bauwerke als Nachtlager. Wir sollten auf jeden Fall einen Blick riskieren. Da rein? Da ist es dunkel, mit Sicherheit voller Skorpione und Spinnen. Niemals. Haben wir eine andere Wahl? Ich fürchte nicht. Na gut, unter einer Bedingung. Okay, was für eine Bedingung? Und die wäre, Sie gehen vor. Wir sind aber jetzt Partner und stehen das gemeinsam durch. Einverstanden. Aber sollten wir uns da nicht besser duzen? Wirklich gern. Ich finde sowieso, wir sollten uns näher kommen. Was ist los als mit dem? Gute Idee, sagt Sertra zu mir. Prima, Sertra. Dann lass es uns angehen. Gut, also los.
Was ist das hier? Ist das eine Dating-Simulation oder so? Was siehst du mich so an? Genau das ist es. Ich kann fast nichts sehen. Ganz schön düster hier drin, oder? In diesem Licht bist du besonders begehrenswert. Ich kann fast nichts sehen. Tja, muss wohl was mit mangelnder Beleuchtung zu tun haben. Ich würde ja gern was dran ändern, aber wie? Es muss doch hier irgendwo einen Lichtschalter geben. Was schlägst du vor? Ich würde ja gern was daran ändern. Warum zündest du nicht eine dieser seltsamen Schalen an? Ich habe ja Streichhölzer gefunden. Welch zündender Gedanke könnte funktionieren? Anscheinend hat der Absturz tatsächlich mein Hirn vernebelt. Du hast völlig recht. Kann passieren, Hauptsache ist nicht geblieben, geblieben, geblieben. Sehr witzig. Oh, warte. Options. Ich kann speichern. Das ist super. Was gibt's noch? Grafik. Wow, alles auf hoch. Places. Games. Wieso kann ich hier Spiele in dem Spiel spielen? Was? Oh, man kann sich mit den Pfeiltasten so bewegen. Ist ja auch ziemlich cool. Ah, was bist du denn? Bist aber nackig. Das ist nur die zensierte Fassung. Ist das nicht eine hässliche Farbe? Trinkende Männer nach Feierabend. New York vor 1200 Jahren. Die Vase mit der Goldkante. Ich weiß nicht mehr, was das für ein Zeichen ist. Warte. Die Opfergaben für den König. Die nehmen wir jetzt und werden verflucht. Nee, wir werden nicht verflucht. Ach, das ist eine Sprechblase. Made in Taiwan. Da ist doch was faul. Kann ich das wegmachen? Hilfe, die Vase lässt mich nicht vorbei. Danke. Ne, da kann ich nichts mitmachen. So hoch und runter gucken kann ich halt auch nicht. Da könnte noch ein Schatz drin sein. Ja, aber ich kann sie nicht andatschen. Wow! Hübscher Knabe, gelle? Was soll das denn werden? Ist der dick, Mann? Was? Made in Hongkong. Verbrenn dir nicht die Finger. Ach ja, der schnöde Mammon. Ui, da sitzt ja wirklich einer. Omini et Orbini di Murmeli. Ah, die Götter! Send mir ein Trugbild der Wüste! Weichet, Gespenster! Bitte, bitte nicht aufregen, wir sind doch bloß. Gespenster, wo? Wir sind doch bloß. So sprecht ihr! Seid ihr gar am Ende menschlich? Ich auf jeden Fall, bei ihr bin ich mir nicht sicher. Wen haben Sie denn erwartet? Täuscht mich nicht, fremdartige Gestalten! Niemals werde ich den Schatz verraten! Verraten? Was verraten? Nun beruhigen Sie sich erstmal, wir wollten Sie wirklich nicht erschrecken. So wisset ihr gar nichts von dem Geheimnis, dessen Hüter ich bin? Nein, wir sind harmlose Unfallopfer auf der Suche nach einem Telefon. Ehrlich gesagt haben wir selbst ganz andere Probleme. Sorge sehe ich in eurem Blick und in eurem Geist, dass ihr reinen Herzens seid. So sprecht, ich werde euch anhören. Also gut, wir waren auf dem Flug von Kairo nach, ach egal, und der Pilot war betrunken und ich sollte das Flugzeug landen. Naja, es ging nicht so toll, war ja auch mein erstes Mal auf jeden Fall. Sind wir abgestürzt. Geflogen, abgestürzt. So soll es denn sein? Seid ihr es, die vom Himmel fielen?
So könnte man es ausdrücken. Ich will ja nicht angeben, aber ja, wir sind's. Na, so kann man es ausdrücken. Welch glücklicher Tag! So ist denn die Menschheit doch nicht verloren. Wieso habe ich nur das Gefühl, dass ich irgendwas Entscheidendes verpasst habe? Apropos Menschheit, da sind ein paar Leute in der Wüste, die Hilfe bräuchten. Vergesst, was hinter euch liegt. Wenn eure Mission misslingt, ist jedermanns Schicksal das des Sterbenden in der Wüste. Vielleicht kann mir mal jemand sagen, um was es hier geht? Und ich dachte immer, ich sei pessimistisch. Nee, worum geht's denn? Seit Ewigkeiten hüte ich das Geheimnis der Weisheit vor den Dämonen der Machtgier. Nun seid ihr gekommen, um gegen das Böse anzutreten. Wer ich? Zu alt bin ich und meine Augen sehen nicht mehr in der Dämmerung. Doch ihr werdet die Wege finden, die hinführen zum Ende aller Rätsel. Werdet Antworten finden auf alle Fragen. Ihr findet Tusch! Was denn, was denn, was denn? Unendlichen Reichtum, Berühmtheit und schöne Frauen? Nee, was denn? Was finden wir denn? Die goldene Mähne des Samson. Ist nicht wahr? Ja, und einen schönen Tag noch. Was hat es damit auf sich, alter Mann? Mehr zu sagen ist mir nicht gestattet. Doch des Weiteren werdet ihr wissen. Finden in diesem Buch. Bliebe noch eine Kleinigkeit. Okay, ich denke, wir tun's. Ja, was für eine Kleinigkeit? Sorge dich nicht um die Freunde, die in der Wüste voller Hoffnung deine Rückkehr erwarten. So denn hier meine Mission erfüllt sein mag, werde ich ihnen den Weg zur Oase weisen. Wirklich nett, danke. Und wie geht's jetzt weiter? Ehrlich gesagt, sorge ich mich jetzt mehr um mich? Scheint, als hätte ich mich da auf was eingelassen. Nee, Feuerstein, da habe ich jetzt keine Ahnung von. Nimm dieses Medaillon. Es ist eines der königlichen Zeichen. Betrachte es als einen ersten Wink des göttlichen Fingers, der euch den Weg zu zeigen vermag. Woran erinnert mich das nur? Sieht aus wie eine Karte. Hey, wo ist er hin? Unheimlich. Glaubst du an der Geschichte ist was dran? Aber sicher, in jeder Legende steckt ein Körnchen Wahrheit, aber 100%. Ich bin skeptisch, aber wenn wir so tun, als würden wir darauf eingehen, rettet der Alte die anderen. Lass dich mal das Medaillon sehen. Merkwürdige Zeichnung. Erinnert mich an irgendetwas. Nun mach schon, konzentrier dich. Hund, Katze, Maus. Etwas mehr Ernst, bitte. Ich versuche mich zu konzentrieren. Hast du nicht so einen typischen Tick, der dir beim Denken hilft? Sag mir, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Normalerweise hilft mir, wenn ich ein bisschen rumlaufe, dann fallen mir oft die besten Sachen ein. Tolle Hilfe, glaub bloß, dass ich dich in Kilometern bezahle. Na gut, lass es uns versuchen. Sehen wir uns hier erstmal mal richtig um.